Hallihallo, meine lieben Ritter, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play King's Quest. Ja, warum stehe ich hier? Ich habe versucht, einen Weg zu finden, Triumph irgendwie runterzuholen, habe aber keinen gefunden und habe hier alles Mögliche versucht, auch nochmal mit dem Schiedsrichter zu sprechen, weil wir beim letzten Mal sozusagen nicht ins Wasser gefallen sind. Hat alles nicht funktioniert. Also habe ich mich noch mal ein bisschen schlau gelesen und wir müssen nach... Ach, wo laufe ich denn hin? Nachdem wir einmal von Acorn runtergeschubst wurden, müssen wir Pilare praktisch rufen, damit sie uns die Brücke da baut. Und dann soll sie uns irgendwie bei dem Kampf helfen können. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie wir das jetzt machen. So, Olfi ist noch hier. Oh, gibt es Kuchen, wenn du gewinnst? Pilare auch, okay. Ich werde jetzt einfach noch mal gucken, wie das jetzt hier abläuft. So. Hallo, willst du es noch mal versuchen? Ja. Na los, ich bin bereit. In Ordnung. Das Kraftduell kann beginnen. Nochmal. Ja, nochmal. Wie nett, dich hier zu sehen. Weck mich, wenn es vorbei ist. Nein. Das funktioniert doch nicht. Alle hopp. Der Eichhörnchen-Nation einen Schritt näher. Okay. Buh! Er betrügt mit dem miesen Troll. Gute Idee, Graham. Sieh es dir an, Madeline. Alles, was das Licht berührt, wird dir gehören. Der Anblick des Sieges. Nicht mein Spruch, aber... Okay. Acorn, schaff das! Was sagst du der Prinzessin? Er ist direkt hinter mir? So ein Quatsch. Oh Gott. Weißt du, Madeline, es war recht unhöflich, das Floß für dich allein zu nehmen. Was soll ich denn jetzt machen? Gibt's hier zufällig Walnussstrudel? Keine Sorge, Madeline. Er lüftet unser Geheimnis nie. Sieh es dir an, Madeline. Alles, was das Licht berührt, wird dir gehören. So, kann ich abrollen. Ach so. Der Anblick. Warte, nein! Sachte, sachte! Niemand soll sehen, wo der Faden hinführt! Ich glaube, so soll das sein. Vorsicht, Vorsicht! Du verhedderst ihn noch! Ja, das will ich ja gerade tun. Mann, das hättest du nicht tun sollen. Du kannst mich nicht fangen wie ein Wolf. Dieser Strick fängt nur Wetzel, keine Acorns! Jetzt wird's knapp. Lassen wir den Quatsch und werfen uns einfach wieder ins Wasser. Was ist denn das für ein Turnier? Verdammt, meine Strickfallen sind verheddert. Strickfallen? Wie gut, dass ich mit den bunten Stricken nur Wölfe fange. Oh nein. Im Tauziehen bin ich unschlagbar. Machen wir eine Pause vom Kraftduell und helfen wir Acorn dabei, den Strick des Todes einzusammeln. Was? Ah! Solange wir nicht straucheln, kommt er an unser Geheimnis nicht heran. Oh, so viele Knoten. Ich stolper doch nicht über meine eigene Falle, Junge. Was muss ich jetzt machen? Wenn wir das Tempo halten, kann er das nicht schnell genug entwirren. Vorsichtig gehen, Acorn, und alle Stricke einsammeln. Ich taumle vielleicht, doch ich werde niemals fallen. Wickel mich nicht ein, Junge! Das hättest du nicht tun sollen. Oh, doch, du hattest mich fast. Ich wickel dich ein. Wow! Zieh Leine, aber nicht die. Vorsicht, nur nicht stolpern. Aha, okay. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da genau gemacht habe.
meine Fallenstricke. Hab dich, Spargeltarzan. Achtung da unten! Gut, dass das vorbei ist, Madeline. Unser Geheimnis ist sicher. Ich habe auch mal einen Wetzelwolf darin gefangen. Dingens rufen. Ein Multifunktionsbauch, okay. Lustig. Buh, Betrüger! Gutes Manöver, Graham. Ach, du große Güte. Nicht schon wieder. Huch, jetzt geht er rückwärts, oder wie? Es wird ihm nicht gefallen, wohin der Strick führt. Er kommt näher, Prinzessin Madeline. Tu doch was! Ja, was soll ich tun? Was soll ich tun? Mach das nochmal und du wächst den Stier. Im Tauziehen bin ich unschlagbar. Ich taumle vielleicht, doch ich werde niemals fallen. Ich verstehe das Prinzip nicht so richtig. Das hättest du nicht tun sollen. Wie ich den jetzt zu Fall bringen kann. Wow. Zieh Leine, aber nicht die. Im Tauziehen bin ich unschlagbar. Ich taumle vielleicht, doch ich werde niemals fallen. Das hättest du nicht tun sollen. Mein Strick kann gefährlich tödlich sein. Ah, ich glaube, ich verstehe es jetzt. Oh, du hattest mich fast. Er ruiniert alles. Nein. Ich nutze den Strick, um den Stier in mir zu fesseln. Hey, komm mal her. Netter Versuch, aber ich stolpere nicht. Oh. Doch. Out. Out. Ist gerade irgendwie spannend. Aha, jetzt kommen wir zum roten Strick. Der Stier erwacht. Vorsicht, Winzling, einige Fäden sollten nie entknotet werden. Nein, doch. Du wirst nie stark, wenn du das Bauchtraining schwänzt. Oh, was freue ich mich auf ein warmes Bad. Das ist jetzt für Olfin. Massierst du mir den Nacken? Nein? Versuch was mit. Er ist ein Betrüger! Aber nicht nach Addendum 4934. So geht das, Graham! Okay, erstmal auswickeln. Ich verschnüre mein Geheimnis nicht ohne Grund. Oh, jetzt wird es finster. Oh. Okay, schön. Mein Geheimnis ist gefährlich. Ach, verdammt. Öffne nicht die Büchse der Pandora. Wenn du es schon lachhaft findest, ein Eichhörnchen am Bauch zu haben, schmeckt das Ende dieses Seils dir auch nicht. Was treibst du hier für Spielchen? Dieses Band zu entknoten wird einen Dämonen auf Daventry hetzen. Ist dir sicher? Wirklich ein echter Trotzdeck-Dämon, der jahrelang Feuer und Schwefel regnen lässt. Du weißt uns dem Untergang. Ja. Oh. So, komm schon. Nein, der Trotzdeck-Dämon! Was ist das? Eine Socke? Psst, jetzt ist es Zeit für Lachen und Scherze. Oh Mann. Nein, stopp! Das macht es nur noch schlimmer! Ick! Ick! Na! Was ist denn lustig? Es ist trotzdem lustig. Okay, komm her. Gib mir meine Socke! Oh nein! Der Stier ist da! Die Hörner antworten! Gib mir meine Socke! Ich zerschmetter dich! Was muss ich jetzt tun? Gib mir mein Projekt hier, zurück! Nimm sie zurück! Ach so, okay. Sie hängt an mir fest! Sie hängt an mir fest! Das war's wert! Los, komm!
Die brauche ich nicht. Tut mir leider nicht leid. Tut mir leider nicht leid. Madeline, knabber sie ab. Halt mich zurück, Prinzessin Madeline. Wow, herrlich. Echt umwerfen. Ups. Oh nein. Ah! Oh. Au, das hat trotzdem weh getan. Ich wusste, du schaffst es. Mit Hilfe einiger Trolle und von Manny besiegte ich den Riesen und stellte seine Schwäche bloß. Ich war einen Schritt näher am Ritterstand, aber ich war nicht stolz darauf. Hallo? Hier unten? Wir bräuchten auch Hilfe. Ja, ja, gleich hier lang. So, Olti, Arit. Mir reichen die Befehle. Die Zeit ist gekommen. Wir Brücken machen nicht mehr den Rücken für undankbare Winzlinge krumm. Jetzt drehen wir das Rumtrampelt um. Weg hier! Weg hier! Sofort zurück, Spitzstiefel! Nein! Oh, Pilar, stopp! Das verursacht nur einen Haufen unnötigen Papierkram. Wartet auf Olfi, Leute! Tolle Socke. Kraftausdrücke. Sehr schön. Die schwebende Insel ist verschwunden. Und wir haben Icons gestrickte Socke. Sagt er nichts zu. Okay. Bin ich mal gespannt, wozu wir die brauchen. Auf jeden Fall war das doch sehr amüsant. Also doch, muss schon sagen. Sich gut was einfallen lassen. Allerdings manchmal die Rätsel, wie man da auf die Lösung kommen soll, ja, hätte man manchmal noch einen kleinen Wink geben können. Vielleicht kann ich die Socke austrudeln. Dann kann ich vielleicht Dingens befreien. Nach Triumph. Ah nein, nein! Ach, noch mal rein. So. Vielleicht funktioniert das, ja, weil ich wüsste sonst auch nicht, wie ich den da runterkriegen sollte. So, die Brücke hier ist aus Holz und immer noch kaputt. Ja, ich komme ja schon. Ach. Guck mal einer an. Lass mich in Ruhe. Ich muss was fragen. Ich verdünnisiere mich. Hey, können wir reden? Ich könnte eure Kraft gebrauchen. Ja, fragen wir erstmal. Ich muss was fragen. Was? Du besitzt die Frechheit, mich um etwas zu bitten? Du wirst gleich um dein Leben betteln! Okay, dann offenbar nicht. Hey, Großer. Lust zu plaudern? Oh, hau ab! Du hast genug Schaden angerichtet. Aber... Ich könnte eure Kraft da drüben gebrauchen. Wir sind keine Freunde. Viel Spaß mit der Socke. Verschwinde! Ach, du kannst nicht. Ich verdünnisiere mich. Einen dicken Witz? Du bist so ätzend. Du kannst sie doch wieder haben. Ich brauche doch deine Socke nicht. Meine Socke? Ich dachte, sie wäre hin. Also, ich wollte mich aufrichtig für vorhin entschuldigen. Die Dinge sind etwas aus dem Ruder gelaufen. Sagen wir ziemlich. Ich hätte nicht ausrasten dürfen. Alle sehen in mir den starken Mann. Dabei liebe ich Handarbeiten. Ich bin nur wegen meiner Eltern hier. Oh. Ihr macht echt gute Handarbeit. Wirklich. Bisher hat noch keiner meine Arbeit gelobt. Naja, außer den Eichhörnchen. Danke, Graham. Das bedeutet mir viel. Oh, gern geschehen. Falls ihr sie mal verkaufen wollt, kann ich vielleicht eine Goldmünze locker machen. Quatsch. Das sind doch nur Socken. Hier, nimm sie. Sie sind hier sicher etwas zu groß, aber du könntest sie wie Schuhüberzieher tragen. Wow, danke.
Gern geschehen. Supi, wir haben Acorns dicke Socken erhalten. Hey, Kumpel! So, jetzt können wir aber doch bestimmt reden. Ich muss was fragen. Wieso überhaupt ein Imagewechsel? Mein ganzes Leben lang höre ich ständig, hey, du bist groß, wärst bestimmt ein prima Ritter. Aber mir liegen eher Handarbeiten. Ich hatte gehofft, der Imagewechsel würde mir helfen. Ach so. Ja, gut. Wenn man nicht zum Ritter geboren ist, soll man noch lieber Handarbeiten machen, wenn man das lieber macht. Acorn, ich könnte eure Kraft gebrauchen, um Triumph runterzuholen. Er hängt in den Seilen. Tut mir leid, die Fallen waren nur für die Wetzel. Oh. Du bist frei, mein kleiner Freund. Ja, dankeschön. Hey, Kumpel! Okay. Ich verdünnisiere mich. Ah, wie witzig. Das wird nie alt. Triumph! Hey, Kumpel! War das Steak gut? Ich weiß ja, du bist gerade erst aus einem Baum gefallen, aber da findet ein Tempoduell statt und ich... Hätte ich auch nicht besser sagen können. Los geht's! Ja! Ich habe heute schon Merkwürdigeres gesehen. Ach, beachte uns gar nicht! Wir halten uns nur in Form. Es ist dein Tag! Mein Name ist Larry, das ist Kyle. Graham, wissen wir! Wir haben dich beobachtet! Wir finden, du hast Potenzial! Wir unterstützen dich! Danke. Keine Ursache, wir sind für dich da! Wenn du uns brauchst, ruf einfach! So, hey! Viel Glück bei den Duellen! Ach, hey, was geht denn jetzt noch? Das Tempoduell. Im Moment rast nur mein Herz. Wie sollte ich aus dieser Nummer wieder rauskommen? Nimm das! Oh, jetzt geht's schon los. Ich muss schon. Okay, da war ich jetzt noch gar nicht drauf vorbereitet. Können wir auch schneller? Offenbar nicht. Ja, wir müssen wahrscheinlich erstmal verlieren. Ich sehe nichts. Okay. War geil. Zeige! Wie geil! Was ist das? Ach klar, der ruht sich da aus, oder wie? Ah, sehr interessant. Graham. Ja, so geht das. Der Sieg ist mein. Nein. Nimm das, Skinner. Oh. Oh, wie geil. Whisper flieh vor Gefahr. Meine Rüstung muss makellos bleiben. Wie geil. Zweige. Zweige. Einziehen, Jermaine. Jermaine. Was ist denn das jetzt? Sherry, ich sehe nichts. Die Mähne siegt. Die Mähne siegt. Okay. Nach links. Links. Nach rechts. Alles klar. Okay. Nach rechts. Nach rechts. Rechts, rechts, rechts. Oh, gut, links. Dass ich hab dich. Ja, eigentlich eine Links-Rechts-Schwäche habe. Nach links. Los. Alles klar. Ach, Scheiße. Larry, Alarm! Ich gebe dir Deckung, Graham! Wie bescheuert. Und hopp! Und hopp! Und hopp! Wir müssen es ihm zeigen! Ja, genau. Super! Hey, Whisper! Was versuchst du da für Tricks? Ich wette, ihr gewinnt das Rennen nicht. Während ihr der Garde eure Legenden erzählt. Was? Hey,
Hey, Whisper schafft das! Die Flammen loderten vor meinen Augen. Sehr gut, Graham! Was? Hey, Whisper schafft das! Nein! Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht! Während ihr der Garde eure Legenden erzählt. Whisper schafft das. Okay, endlich, das scheint zu funktionieren. Endlich zeigte sich das Elfenbeinmonster und fletscht. Was? Hey, Whisper schafft das. Nein. Addendum 2.5 besagt noch eine Runde. Ich möchte gerne Triumph wieder haben. Und Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht! Handstand. Auf euren Händen stehend! Whisper schafft das! Ja! Whisper bereut seine Entscheidung! Sehr gut, Graham! Wie gesagt, ein Training! Ja, klar! Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht! So. Rückwärts! Whisper schafft das! Au, au, ja. Au, au, au! So hilft mir doch jemand! Au, au, au! Wir schaffen das, Graham! Schau zurück! Auf dein Spiegelbild! Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht. So, und jetzt das mit den Legenden. Während ihr der Garde eure Legenden erzählt. Whisper schafft das. Endlich zeigte sich das Elfenbeinmonster und fletscht. Was? Hey, Whisper schafft das. Nein. Haha. Ja. Komm zurück, Whisper. Bitte erzählt uns eine Geschichte. So Danke. Geht das, Graham. Oh, meintest du, Graham? Oh, wir wussten, du schaffst es. Gut, Graham. Meine Allianz mit Manny schien Linke Feder. Er besiegte Acorn problemlos im Tempoduell und Whisper im Kraftduell. Ich ging zur Arena, um im finalen Scharfsinnsduell gegen meinen Freund anzutreten. Oh. Jetzt tut er mir irgendwie leid. Na gut. Haben wir doch die Folge jetzt ein bisschen überzogen, aber wir haben direkt zwei Duelle geschafft. Und wie wir denn beim nächsten Mal Whisper trösten und gegen Manny im Intelligenzduell, so glaube ich, antreten. Ja, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play King's Quest.